So, heute haben wir euch mitgebracht. Unsere Dekoration für Halloween. Yeah. Code Orange. Corgi Style. Das ist ein Kürbis. Fabelhexe. Hey, das wusste ich gar nicht, dass ich den hab schon. Siehst du mal, hast du dir so selber. So auspacken ist wie shoppen. Hast du dich selber überrascht? Schnitzwerkzeug. Jawohl. Wirkt die Schnitz. Das habe ich mal von meinen Mitarbeitern geschenkt gekriegt aus Wernigerode. Zum Abschied. Das ist eigentlich immer draußen im Flur, kann das sein. Auf dem Schrank. Cute. Ist auch für die Kerze, oder? Ja, Teelicht. Das hier war, glaube ich, eine Kerze. Die Temperatur aber hier in der Wohnung. Harrison, did you see? Wow. Die habe ich letztes Jahr gar nicht aufgehangen. Solche Faltkürbisse da. Lamps. Dann gibt es hier so einen Duftkürbis, also er wird wahrscheinlich nicht mehr duften, aber... Nach Keller wahrscheinlich jetzt. Okay. Oh ja, da haben wir, wo der Domagoj gesagt hat, es sieht aus wie so Strickknäude, das sollen aber Kürbisse sein. Tatsache. Dann hat Domagoj gesagt, was das für Pflaumen sind, aber das ist auch ein Kürbis. Ja, aber das ist, original sieht das hier aus wie das eine Pflaume. Das ist ein Kürbis. Oder eine Zwetschge. Oder, das ist eigentlich ganz cool. Das leuchtet. Stimmt, das hing mal hier oben, ne? Ja. Vielleicht kannst du dich einmal ein bisschen schlafen und beiseite legen. Duschschild. Jawohl, jawohl, jawohl. Das hier haben wir tatsächlich schon ganz, ganz lange. Und zwar haben wir das mal in der PX gekauft. Die hier habe ich letztes Jahr bei Pepco ergattert. Die leuchten auch. Also. Da haben wir noch so elektrische Teelichter für die Kürbisse dann später. Ja. Hat man im Flur und draußen vor der Türe. Ja. So. Den Venti da mal anmachen. Ja, mach mal den Venti an. Und Paper. Hier haben wir einmal so eine Mumie. Also die kann ich mir einmal entsinnen, ne? Doch, ist schon. Dann haben wir hier eine Katzi Latzi. Wo hatten wir die? Ah, ich glaube, die habe ich in Wien oder vor Wien da gekauft. Hier so einen Wichtel. Haben wir hier ein Buh. Ja. Das haben wir hier immer hinten aufgebaut, ne? Kiste. Da müssen wir mal die Batterien tauschen. Ja. Normalerweise kommen da Geisterschloss-Sounds. So, einmal dieses Geistchen. Trick or treat. Und dann nochmal eine Boo. Und das haben wir auch aus dem PX. Ja. That's it. Ich wollte noch meine Tassen zeigen. Das ist vielleicht im einen oder anderen aufgefallen, im letzten Video vom Weekly Vlog war dieses Schild zu sehen beim TK Maxx und dieses Schild hat seinen Weg zu uns gefunden. So, ich habe jetzt mal die Batterien getauscht. Und so ist das Ganze, wenn man die Box aufklappt. So, und noch einmal mit Licht, weil es die Regie gerne so will. So. Starby!
Hier eine wundervolle winterliche cozy Decke mit Halloween-Corgis. Sieht man das? Hier cozy, cozy. Weitere Halloween-Tässchen. Ja, schön. Kurbis, Kurbis, hallo.